Herr Direktor Schuller, meine Damen und Herren, lieber Peter Hamm. Jedes Jahr empfängt man als ein dem Umkreis der Katholischen Akademie in Bayern Angehöriger einen Weihnachtsbrief ihres Direktors. In seinem Mittelpunkt stand heuer Erimanus Contractus, Hermann der Lahme, der trotz oder gar wegen schwerster körperlicher Behinderung, er musste getragen werden und konnte nur kaum verständlich sprechen, als Benediktinermönch auf der Bodenseeinsel Reichenau wahre geistige Heldentaten vollbrachte. Der genau vor 1000 Jahren Geborene verfasste eine Weltchronik, beschäftigte sich mit Kalenderberechnungen, dichtete Hymnen und schuf eine bedeutende Musiktheorie. Wo war mir dieser Hermann der Lahme schon einmal begegnet? Natürlich bei Peter Hamm. In seiner am 22. Mai 1995 gehaltenen Rede auf Hermann Lenz, als dieser den Literaturpreis der Stadt München erhielt. Auch wenn sie nicht 2 Jahre später zusammen mit zahlreichen weiteren Lobreden und Liebeserklärungen des Autors in einem Band der Edition Akzente des Hansa Verlages gedruckt worden wäre, hätte ich mich bei der Lektüre des Weihnachtsbriefs von Dr. Schuller an den im Vergleich zum Sieger der Schlacht im Teutoburger Wald ganz anders gearteten Hermann erinnert, der von Peter Hamm als Geistesverwandter und Namenspatron seines zu preisenden Dichters Hermann Lenz angerufen wurde. Der Band, in dem man jene Lobrede nachlesen kann, trägt den vielleicht nicht auf Anhieb fassbaren Titel Aus der Gegengeschichte. Er erschließt sich aus der Lektüre des ersten Beitrags der Laudatio, die Peter Hamm dem Schillerpreisträger Peter Handke gewidmet hat. Handkes Ja zur Welt ermöglicht sich aus seinem Nein zur geschichtlichen Welt, zur, um Gottfried Benn zu zitieren, zur Erde ohne Güte, der nur die Macht gerät. Der Welt, die von den Kerusker-Herrmännern gemacht wird und in der die Wirklichkeitsmenschen regieren. Hier herrscht gnadenlos der Gott der Zeit, wird Zukunft geplant, Vergangenheit bewältigt oder verdrängt. Die Geschichts- und Geschichtenschreiber der Gegengeschichte suchen und finden das Heil im Ewigen des Alltäglichen. Dieses Alltägliche und Ewige ist zugleich das Unscheinbare. Im Werk Peter Hamms hat dieses Unscheinbare, jedenfalls für mich, seinen unvergesslichsten Ausdruck in dem Heinrich Böll gewidmeten, dem Lyrikband von 1981, den titelgebenden Gedicht Der Balken gefunden. Er sieht den Balken, von Gras fast verborgen, in Ponte de Lima. Balken, geringster meiner Brüder, verworfen von den Zimmerleuten, vermisst von niemandem. Das Gedicht erhebt ihn zum Sinnbild der Gegengeschichte. Geschichte ist ohne Geduld und Gnade, geht geistlos mit den stärkeren Bataillonen. Aber Holz, noch zersplittert und vermodernd, gibt nicht den Geist auf, verliert nicht den Geruch der großen Geduld.
Wir werden Zeugen der Rückverwandlung des vermoderten Holzes in den Baum des Lebens. Konsequenterweise lautet der Titel des zweiten, 4,5 Jahre später erschienenen Gedichtbandes, Herr Dr. Schuller hat ihn schon erwähnt, Die verschwindende Welt. Was verschwindet, zum Untergang verurteilt ist, ist die Welt der Geschichte, die Fortschrittswelt, die durch Profilierungssucht des auf Selbstbehauptung und Machtzuwachs ausgerichteten Subjekts zugerichtete und ausgebeutete Welt. Weiß Gott, wozu der Balken zunächst bestimmt war, zu welchem Verwendungszweck im Rahmen eines Großbauprojekts der Baum gefällt wurde, aus dem er herausgeschnitten wurde, oder auch welcher Fortschrittsmaßnahme die Holzkonstruktion im Wege stand, der zuliebe sie abgerissen wurde. Der Balken ist ein Abfallprodukt der verschwindenden Welt, die in ihrem Verschwinden die preiswürdige Schönheit des Unscheinbaren offenbart. Es soll aber nicht der Eindruck entstehen, als seien Peter Hamms Gedichte in lyrische Formen verkleidete Aussagen über den Zustand unserer Welt und die Etablierung denkbarer Gegenwelten. Peter Hamm ist ein genuiner Lyriker. Die Gedichte sind durch Musikalität, Erinnerungs- und Beschwörungskraft, Ich- und Augenblicksnähe zu Herzen gehende Poesie. Er hat als Lyriker begonnen und man kann eine Auswahl früher zwischen 1953 und 1961 entstandener Stücke, die in angesehenen Zeitschriften abgedruckt waren, in dem 1989 erschienenen Band Den Traum bewahren nachlesen. Dieser Band kam anlässlich der Verleihung des Kulturpreises der Städte Ravensburg und Weingarten an den Dichter heraus. In seiner Laudatio sprach Martin Walser von Peter Hamms Jahrzehnte anhaltendem Misstrauen gegen das Erwachsenwerden, der Hoffnung auf eine allerhöchste Unzurechnungsfähigkeit. Das früheste Gedicht in dem Band heißt Katja vor dem Spiegel. Sein Verfasser war 16 Jahre alt. Walter Höllerer und Hans Bender druckten es im ersten Jahrgang der im Hansa Verlag erscheinenden Zeitschrift Akzente. Aber der 24-Jährige verstummte und ließ sich erst 20 Jahre später wieder als Lyriker vernehmen. Inzwischen hatte er sich als Kritiker und Essayist einen Namen gemacht. In dem erwähnten Band Den Traum bewahren stößt man bereits auf einen Aufsatz über Reinhold Schneider mit dem Titel, der, wie ich finde, die knappste und schlüssigste Formel darstellt, für die allen Essays meines Gastes eingezeichnete Richtung, der Wille zur Ohnmacht. Später wird Peter Hamm einen ganzen Band so nennen. Sein Inhalt bildet mit den anderen Essaysammlungen, die jüngste erschien unter dem Titel Pessoas Traum 2012, ein einziges großes Sympathiegeflecht. Manche von den dieses Geflecht verknüpfenden Namen kehren immer wieder. Jetzt kommt der andere Walser, der schon zitiert wurde, Robert Walser, Paul Celan, Paul Valéry, Nelly Sachs, Ingeborg Bachmann, Peter Handke, Hermann Lenz, Fernando Pessoa. Würde ich sie alle nennen, käme ein bei aller auswählenden Dezidiertheit der Zuneigung großartiges europäisches Ensemble zusammen. Der Wille zur Ohnmacht ist nicht einfach mit Hinnahme, Passivität, Leidensfähigkeit gleichzusetzen. Da ist auch
steckt ja im Willen drin, da ist auch eine Energiequelle, die ein dichterisches Werk hervortreibt. Freilich eines, das sich auf der ganzen Linie dem Willen zur Macht verweigert. Ich vermute, dass ich hier im Saal derjenige bin, der Peter Hamm am längsten kennt. Am 23. Mai 1955 stand vor der Tür der Neckarhalde 19 in Tübingen, wo ich mein viertes Semester verbrachte, ein 2 Jahre jüngerer Besucher. Auch ich hatte ein Gedicht in den Akzenten untergebracht. Das genügte schon, den 18-Jährigen zur Kontaktaufnahme zu motivieren. Man kann sich vorstellen, dass ich einer von sehr vielen war. In München hatte mir Cyrus Atabey schon von der stupenden Begabung dieses Jungen gesprochen, dessen Verse alle um ein halb indianisches, halb russisches Mädchen namens eben Katja kreisten. Wir freundeten uns schnell an und Mädchen waren neben Gedichten und deren Verfassern das Hauptgesprächsthema. Peter bestand darauf, mit mir Walter Jens aufzusuchen, der einer meiner Lehrer war. Der war damals noch in der altphilologischen Fachgruppe. Nicht der Altphilologe interessierte den Peter, sondern der Autor von Romanen und Teilnehmer an den Tagungen der Gruppe 47. Wir wurden empfangen. Unzählige Namen zeitgenössischer Lyriker stiegen wie Knallkörper an die niedere Decke des im Keller gelegenen Arbeitszimmers von Jens. Beschenkt mit jeweils einem Exemplar seines eben erschienenen Romans »Der Mann, der nicht alt werden wollte«, zogen wir ab. In das Meine hatte Jens geschrieben: »Ich bin uralt, Peter Hamm. Ich bin manchmal schon gestorben, Albert von Schirnding. Aber nicht doch!« Wenige Wochen später fuhr ich nach Weingarten, wo Peter im Forsthaus bei seinen Großeltern wohnte. Ja, ich kannte diese Großeltern, erinnere mich deutlich an die Großmutter, eine sehr alte, sehr grazile, sehr liebenswerte Frau. Hier war doch ein gewisser Rückhalt für den Jugendlichen, der eine schwere Kindheit hinter sich hatte. Kindheiten sind Wunden, die wir ein Leben lang mit uns tragen. Die Glücklichen sind es nicht weniger als die Unglücklichen. Bei den meisten Menschen vernarben sie bei Zeiten, vernarben bis zur Unkenntlichkeit. Die wenigen, denen es gelingt, das Kind in sich zu bewahren, was aber eben auch heißt, die Wunde offen zu halten, werden Dichter. Und dann schreiben sie eines Tages Gedichte wie das, das sie auf ihrer Einladung lesen konnten. Festung. Festung ist ein militärischer Begriff. Das Ich, das erwachsen sein will, umgibt sich mit einem Identitätspanzer, verschanzt sich im Bellum Omnium contra Omnes gegen die Angriffe der ebenfalls mit Identitätspanzern versehenen Rivalen. Auch Bündnisse werden geschlossen, aber sie dienen der Eroberung oder der Abwehr. In einer Festung, heißt es in dem Gedicht, in einer Festung ist man verloren. Das wusste ich stets. Auch das Gedicht ist eine Festung. Für manche ein Messer, eine Waffe, für andere, und dazu zähle ich meinen Freund Peter, ein Lebensmittel, eine Existenzverankerung, ein Brückenschlag. Oder eben, wie er es formuliert, eine Festung mit der weißen Fahne auf der Zinne zur Übergabe bereit. Und jetzt übergebe ich an dich. Guten Abend, meine Damen und Herren.
möchte mich zunächst sehr herzlich bedanken für die freundlichen Einführungsworte und vor allem für die so persönlich gehaltenen Worte von Albert von Schirnling, meinem alten Freund, die mich wirklich tief berührt haben. Ich werde Ihnen ein paar Gedichte vorlesen. Zunächst und dann aus einem Essay, den Albert von Schirnling auch schon erwähnt hat, nämlich ein Essay über Reinhold Schneider, der mir sehr gut hierher zu passen scheint. Zunächst also Gedichte aus dem Band Der Balken, den Albert erwähnt hat. Ein zweites Gedicht, das mit einer Festung zu tun hat, nämlich Aus der Festung. Und das gewidmet ist meinem Freund Alfred Kollerich. Dass das Jetzt trostlos ist wie das Jetzt aller Zeiten, sagtest du in deiner Festung, errichtet wie jede aus Hoffnung und Wahn. Ja, wenn das Zukünftige eintreffen könnte, ohne aufzuhören, das Zukünftige zu sein. Wir Sympathisanten des noch nicht sind gefangen im Es war einmal, vermissen die Glühwürmchen mehr als die Gesellschaft der Gleichen. Irgendwo unter uns tauscht gerade Geschichte ihre Gefangenen aus. Ausgezehrt sind sie und bleich wie der Morgen, der heraufkommt mit dem neuen Verrat. Aus dem Band Die verschwindende Welt. Fahnen. Die vielen Fahnen unter meinen Füßen, Feldherren, Dynastien. Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen, und wer es nicht nimmt, wird auch durch das Schwert umkommen. Wie unbeirrbar der Regen fällt und das Gras sich wieder aufrichtet. Kloster Birnau, Bodensee. Der See, die silbrige Schaufel, gräbt mich um und um. Am Grunde die Gründer, die Stifter, die Kirche auf der Hand. Sie dürsten noch immer. Anif, sein Ort bei Salzburg, in dem Georg Trakl viel sich bewegt hat. Anif. Der vom Kalbskopf, um den sie tanzten, wusste, das ist unser Herr Christus, der Idiot von Anif, Georg Trakl, ist mir begegnet. Das tägliche Brot ist keines mehr. Auf den Tischen glänzt nur noch Abwesenheit. Gesang der Fischer. Gesang der Fischer von Nazareth, den Simon Weih hörte. Lange schon ist er verstummt. Die ihn hörte, höre ich noch. Vor einem Jugendbild. Getauft, gefirmt, versehen mit jedem Segen, allen Sakramenten, so allen Verheißungen nach, ein 14-Jähriger zwischen Buchshecken im Forstamtsgarten, ahnungslos, allwissend. Und plötzlich liegt das verheißene Land hinter ihm. Schön war nur, was zu besitzen ihm nicht gelang. Die ewige Liebe war rasch erschöpft. Hass hat nie gewärmt, nur noch das Auge glüht, geblendet vom Geschenk derer, die uns bedecken wird, der Erde, bis zuletzt das Sakrament des Staunens. Verhärmt, verhärmt wie ein Feld im Winter, ein unfruchtbares. Du bist dir nicht genug, aber alle Wallfahrten endeten stets bei dir selbst.
kein neues Gnadenbild, harmlos werden. Und jetzt noch zwei unveröffentlichte aus jüngerer Zeit. Der Nachhauseweg. Geborgen in der Krankheit, dem freundlichen Fieber, das Frauen veranlasst, sich über dich zu beugen. Durch geschlossene Fenster tönen Glocken und Pilgerchöre, brüchige Kinderstimmen, die alle das Glück ausrufen. Bald lädt die wohlwollende Nacht zum Verlassen dieses Planeten ein. Und als letztes in Odessa. Heute genügt es, dass ein fremdes Mädchen mit einem Gesicht aus Licht die Brücke betritt und den Weg nimmt zu den blühenden Akazien, wo jemand, der ich sein könnte, wartet im Schatten einer Kirche, deren Türen wieder weit offen stehen nach so viel finsteren Jahren. Heute genügt es, dass ein Paar, noch nicht von der Zukunft verschluckt, ein Vorhängeschloss, das ein Gelöbnis ist, ans Brückengeländer heftet und den Wolken über Meer nachsieht wie einer Verheißung. Heute genügt es, dass hinter einer Gartenmauer eine Melodie ertönt, die lange verschollen war, doch uns überleben wird. Heute genügt es, den Tag zu überleben, gelehnt an ein Brückengeländer, das leise bebt unter den Schritten der Dahingegangenen. Der von Albert von Schirnding erwähnte Essay »Der Wille zur Ohnmacht«, Reinhold Schneiders Aktualität, ist ziemlich lang. Ich habe versucht, ihn zu kürzen und will mal schauen, wie lange ich dazu brauche für die gekürzte Fassung. Hat ein Motto von Karl Barth: Die Wirklichkeit der Religion ist das Entsetzen des Menschen vor sich selbst. Von Simone Weil stammt die Bemerkung, man muss über ewige Dinge schreiben, um mit Sicherheit aktuell zu sein. Als ich im Bekanntenkreis kürzlich in diesem Sinne Reinhold Schneider als aktuell empfahl, reichten die Reaktionen von spitz bis spöttisch. Es stellte sich dann rasch heraus, dass niemand etwas von Schneider gelesen hatte. Das Gerücht, dass diesen Schriftsteller zum Vertreter christlicher Innigkeit oder innerer Emigration stempelt, genügte meiner Generation, um seine Bücher mit einem Band zu belegen. Auch mich brachte nur der Umstand, dass ich in den letzten Jahren fundierte Bücher über Portugal suchte, auf Reinhold Schneider, der über dieses Land am Rande Europas, in dem er sich dem Geheimnis des Lebens näher als irgendwo sonst fühlte, von allen Portugal-Schwärmern das Tiefsinnigste geschrieben hat. Portugal, dem seit dem Zusammenbruch seiner Macht im 16. Jahrhundert und dem Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755 der Traum mehr gilt als die Tat und das seine Ohnmacht als Auszeichnung zu empfinden lernte. Portugal wurde für Reinhold Schneider früh zur Seelenlandschaft. Portugal wurde ihm zum Inbegriff jenes tragischen Lebensgefühls, das er ebenso verzückt pries wie der von ihm bewunderte spanische Philosoph Unamuno, durch dessen Schriften er übrigens auf Portugal aufmerksam geworden war. In meinem letzten Essayband Pessoas Traum ist ein großer Aufsatz auch über Unamuno. Reinhold Schneider, der einmal meinte, Italien sei das Land, das man liebe, Portugal aber erschüttere. Auch hierin war er Simone Weil verwandt, die in Portugal ihre erste große religiöse Erschütterung erlebte. Reinhold Schneider zeigte sich bereits in seinem ersten Buch, dem 1930 erschienenen Werk »Das Leiden des Camões«
oder Untergang und Vollendung der portugiesischen Macht, als ein von Portugal und seinem Schicksal Erschütterter. Da Schneider auf Portugal stoßen musste, auf jenes Land, in dem, wie nur noch in Russland, Leiden ehrfürchtig verehrt wird, erscheint fast zwangsläufig. Schließlich war er selbst ein zum Leiden Geborener, ein zum Leiden Auserkorener. Fotografien von ihm zeigen in allen Lebensstadien das Duldeantlitz des Schmerzensmannes. Schneiders Leiden hatten sehr viele, sehr unterschiedliche Ursachen. Da war zunächst die Ungeborgenheit einer Kindheit im väterlichen Hotel in Baden-Baden, über die Schneider in seinen späten autobiografischen Büchern Verhüllter Tag und Der Balkon ergreifend berichtet hat, wenn auch schon aus dem gewonnenen Abstand des Alters heraus. Noch gänzlich unverheilt sind diese frühen Verwundungen in dem aus dem Nachlass publizierten Tagebuch 1930 bis 1935 festgehalten. Zwischen Ausbrüchen tiefster Verzweiflung, die oft in Suizidwünsche münden, und der ebenso verzweifelten Suche nach einem Halt, einem Glaubenshalt, findet sich dort auch die Eintragung, Zitat, es ist überhaupt nicht der Gegensatz zwischen Glaube und Skepsis, der mich aufreibt, sondern der Gegensatz zwischen zwei Temperamenten, dem Schweren meines Vaters und dem Raschen meiner Mutter. Der Vater, ernst, eng, evangelisch, vom Erzgebirge kommend, hatte eine lebensfrohe, katholische, vom Bodensee stammende Nachkommin des Begründers des Mesmerismus, Franz Anton Mesmer, geheiratet und betrieb mit ihr zusammen das berühmte Baden-Badener Hotel Mesmer, in dem Gäste wie Wilhelm I., Bismarck und viele andere in- und ausländische Zelebritäten regelmäßig abzusteigen pflegten. Ausgerechnet während der Inflation musste der Vater das Haus verkaufen, was seinen Ruin bedeutete. In Dresden, wo der junge Schneider nach dem fehlgeschlagenen Versuch eines landwirtschaftlichen Praktikums die kaufmännische Praxis in einer Druckerei erlernen sollte, erfuhr er vom Selbstmord des Vaters, den mit dem wirtschaftlichen Glück auch seine Frau verlassen hatte. Nach einem eigenen Selbstmordversuch wurde Schneider zwar von seiner Dresdner Zimmerwirtin gerettet, aber diese heftete fortan ihr eigenes Leben ziemlich unerbittlich an seines. Und obwohl Schneider seine Liebe zu deren 22 Jahre älteren Anna-Maria Baumgarten rasch erloschen fühlte, blieb er aus Dankbarkeit bis zu seinem Tode im Jahre 1958 mit ihr zusammen und verurteilte sich damit zu einer zölibatären, kinderlosen Existenz. Die Entbehrung in seiner Dresdner Zeit, in der er etwa 2 Jahre lang keine warme Mahlzeit zu sich nahm, begünstigten wohl auch die Krankheit, die ihn lebenslang nicht mehr losließ, die Ärzte diagnostizierten Verwachsungen des Darmes mit Leber und Galle und die ihn in seinen letzten Lebensjahren zu ausschließlich flüssiger Ernährung zwang. Es dürfte nicht zuletzt diese Krankheit gewesen sein, die Reinhold Schneider, der sich zu Beginn seines Tagebuchs noch als metaphysischer Atheist in der Nietzsche-Nachfolge fühlt, den Weg zum Kreuz, zur Religion des Leidens, den Weg zum Katholizismus gewiesen hat. Rückblickend schrieb er in Verhüllter Tag: Ich glaube mit Pascal, dass Krankheit der christliche Zustand ist. Nur eine kranke Welt konnte der Herr betreten. Es ist das Paradox der Botschaft, dass wir in einem gewissen Sinne krank sein müssen, weil er sonst nicht zu uns kommt, dass wir zugleich krank sind und geheilt werden. Diese Dialektik blieb bis zuletzt das Kardinalthema dieses Schriftstellers, wobei er bald nicht mehr bereit war, Leiden theologischen oder ideologischen Maßstäben zu unterwerfen. Es berührt mich nicht mehr, heißt es in Verhüllter Tag, unter welchen Zeichen das Leiden geschah. Ich weiß nur, das Leiden ist Wahrheit.
Der junge Karl Barth hatte geschrieben, Christus leidet, daher erobert er nicht, er triumphiert nicht, er hat keinen Erfolg, er erreicht nichts als seine Kreuzigung. In diesem Barthschen Sinne war Christus für Schneider identisch mit dem leidenden Christus, mit dem blutig entstellten und dem Leidensglück gleichsam delirierenden Christus der spanischen Bildhauer und Mystiker. Schon der 28-Jährige hatte in sein Tagebuch notiert, es gibt keinen Sieg und keine Hoffnung auf Erden, die ausreichten, die Trauer der Seele zu stillen. Dort im Tagebuch hatte sich Schneiders tragisches Lebensgefühl so formuliert. Wir müssen so tief in die Welt, als wir es irgend vermögen, umso tiefer werden wir erkennen, dass wir unvereinbar mit ihr sind. Wir müssen die Welt umschlingen, bis sie zerbricht. Dann geht eine Welt wieder auf. Es ist die ins Grenzenlose fortzeugende Gewalt des Tragischen. Am 16. Januar 1933, kurz bevor die deutsche Tragödie sich konstituierte, hielt Schneider in seinem Tagebuch fest: Der Künstler hat schon viel erreicht, wenn er im Einzelnen den Glauben an die Festigkeit seiner Umwelt erschüttert und damit die Ahnung der Gewalt erweckt, die hinter den Dingen steht, ist erst einmal die Verdächtigkeit alles Festgegründeten offenbar geworden, so muss sich auch ein Verhältnis zum Unendlichen ergeben. Ich habe im Grunde nie etwas anderes erreichen wollen als diese Erschütterung, als diese Erweckung des Misstrauens gegen alles Gegründete. Ironischerweise zeigte sich derselbe Schneider, der alles Festgegründete erschüttern wollte, zeitlebens von kaum etwas so fasziniert, als gerade von der ganz im Irdischen gegründeten Macht. Dass jede menschliche Anstrengung, Zitat, in das Kraftfeld der Macht stürzt, ein jeder Gedanke, eine jede Entdeckung ihr anheimfällt. Um diese Erfahrung kreisen nahezu alle Bücher Schneiders, angefangen vom Camões, der ja den Untertitel Untergang und Vollendung der portugiesischen Macht trägt, über Philipp II. Oder Religion und Macht, 1931, die Hohenzollern, Tragik und Königtum, 1933, das Inselreich, Gesetz und Größe der britischen Macht, 1936, Las Casas vor Karl V., 1938, Macht und Gnade, Gestalten, Bilder und Werte in der Geschichte, 1941, bis hin zum Nachkriegswerk Innozenz und Franziskus, 1952. Es war nicht nur sein Interesse an den Mechanismen der Macht, die ihn zur Auseinandersetzung mit solchen historischen Machtkonstellationen zwang, und auch nicht nur sein Glaube, dass sich in allem Geschichtlichen ein prognostisch, eschatologischer Sinn verberge und der Macht aber stets auch Stellvertreter des Allmächtigen zu sein habe, vielmehr zog ihn am meisten wohl doch wieder die Tragik an, dieser ständige Schatten der Macht. So brachte es Schneider fertig, sogar noch im mediokren letzten deutschen Kaiser, den er 1935 in seinem Exil in Dorn aufsuchte, den Tragiker zu sehen. Insgeheim träumte Schneider selbst zu diesem Zeitpunkt noch von der Krone und vom Reich, wenn er darunter auch etwas entschieden anderes verstand als der Braunauer, der damals schon sein drittes Reich aufgerichtet hatte. Die Nation der unendlichen Zukunft, die ich will, schrieb Schneider 1932, ist ja kein drittes Glücksreich, sondern eine niemals endende Forderung, und sie könnte nur aus einem tragischen Lebensgefühl heraus entstehen und unüberwindlich werden. Doch bezeichnenderweise, und obwohl er in seinem Tagebuch bereits 1931 prophezeit hatte, eine im untragischen Geist entstandene Bewegung wie die nationalsozialistische kann nur zur Katastrophe führen,
erkannte Schneider die tatsächliche katastrophale Gefährlichkeit Hitlers zunächst so wenig wie andere prominente Vertreter des deutschen Bildungsbürgertums, sondern er empfand sogar den von den Nazis zum Tag der erwachenden Nation proklamierten 4. März 1933 unter dem Eindruck der in Potsdam aufmarschierten Massen als den Tag, an dem sich die Rückkehr der Deutschen zu ihrer Geschichte einzuleiten schien. Die Ernüchterung folgte freilich sehr bald und mit ihr auch die Erkenntnis, wie allein einer dastand in Hitlers Deutschland, wenn er nicht in der Lage war, mitzumachen, zumal nach Kriegsbeginn. In verhüllter Tag erinnert sich Schneider später mit Entsetzen an den nationalistischen Rausch, der schlechthin alle erfasst zu haben schien. Zitat: Auch Männer, die ich hoch verehrte, sahen, ob sie die Ideologie und Methode auch verurteilten, die Möglichkeit, den Aufbruch des Reichs. Antimilitaristen, so wenig wie ich imstande, ein Gewehr zu handhaben, freuten sich über die Besetzung von Paris. Kritische Geschichtsforscher prophezeiten das germanische Weltreich. Gegner des Systems, die schwer unter ihm gelitten hatten, erörterten die planmäßige Zerstörung Londons. In Kreisen, die man gut bürgerlich nennt, bei Lampe und Strickstrumpf, wurde die Meldung von der Versenkung eines englischen Schiffes, dem Ertrinken der gesamten Mannschaft, mit Freude aufgenommen, die von der Bombardierung einer Stadt mit Genugtuung, vom Widerstand der Polen, der Norweger, Griechen mit Erbitterung. KZs sollten nicht sein und waren also nicht da. Zitat Ende. Schneider versuchte, sich diesem totalen Versagen des doch humanistisch und christlich erzogenen Bürgertums und dem entfesselten Machtrausch entgegenzustemmen, indem er unermüdlich den Willen zur Ohnmacht des gekreuzigten Christus beschwor. Auf zwei Ebenen führte Schneider dabei seinen Kampf gegen den Nazi-Ungeist. Zum einen mit den schier unzähligen Betrachtungen, Meditationen, Predigten, Sonetten, die sich an alle jene richteten, die weder mit Literatur noch mit Geschichte sonderlich vertraut waren. Zum anderen mit seinen intellektuell äußerst anspruchsvollen, großen geschichtlichen Abhandlungen, die alle im Sinn von Schlegels Begriff der rückwärtsgewandten Prophetie die unmittelbare Gegenwart anpeilten, wenn sie von der Vergangenheit sprachen. Während von den vorwiegend erbaulich tröstlichen Kleinschriften, die meist illegal verbreitet wurden, allein Schneiders Vaterunser-Meditation, die in Schützengräben und Bombenkellern weitergereicht und bei zum Tode verurteilten Widerstandskämpfern wie etwa dem Münchner Medizinstudenten Willi Graf von der Weißen Rose gefunden wurde, eine geschätzte Auflage von mindestens einer 500.000 Exemplare erreichte, wurden die meisten historischen Werke nach 2 oder 3 Auflagen verboten, waren die aktuellen Anspielungen darin doch zu unüberhörbar, so wenn Schneider etwa im Inselreich die vermeintlich Geistigen warnte, Zitat: Wenn auch der Geistige meist nicht so schnell vor Gericht gezogen wird wie der Täter, den das in Gang gebrachte Räderwerk der Wirklichkeit sofort wieder erfasst, so muss er doch vor der Geschichte die größere Verantwortung tragen. Besonders tief betrübte Reinhold Schneider in jener Zeit die Rolle der katholischen Kirche, die mit dem zwischen Vatikan und Hitlerdeutschland geschlossenen Konkordat dem Diktator die erste internationale Legitimation geliefert hatte und die später niemals die Verfolgung von Sozialisten, Kommunisten, Juden laut anprangerte. In verhüllter Tag schrieb Reinhold Schneider über den Schock dieser feigen Kirchenpolitik, Zitat: Spätestens am Tag des Synagogensturmes hätte die Kirche schwesterlich neben der Synagoge erscheinen müssen. Es ist entscheidend, dass dies nicht geschah. Aber was tat ich selbst? Als ich von den Bränden, Plünderungen, Gräueln hörte, verschloss ich mich in meinem Arbeitszimmer, zu feige, um mich dem Geschehen zu stellen und etwas zu sagen. So selbstkritisch war also der Mann,
dessen Schrift »Das Gottesreich in der Zeit« vom Reichsleiter Martin Bormann persönlich als Vorbereitung zum Hochverrat bezeichnet worden war und ihn vor dem Schlimmsten ausgerechnet seine schwere Krankheit rettete, die ihn damals nicht transportfähig machte und damit dem Zugriff der Gestapo entzog, die ihm das Schicksal Alfred Delps und Dietrich Bonhoeffers, die noch 1945 hingerichtet wurden, zugedacht hatte. Wiewohl errettet, begann erst jetzt, nach 1945, Schneiders leidvollste Zeit. Gleich Walter Warnach, der bald nach 1945 die verlorene Niederlage beklagte, musste auch Schneider rasch erkennen, dass die Chance eines wirklichen Neubeginns im Sinne einer moralischen Umkehr nicht genutzt wurde, dass Restauration statt Erneuerung auf Adenauers Programm stand, also die Niederlage noch immer nicht groß genug war. Zitat: Wir hätten im Sinne Luthers ganz vernichtet sein müssen, wenn wir gerettet werden sollten, schrieb Schneider damals und machte sich damit so wenig beliebt wie mit jener Kardinalfrage nach der Schuld, die er bei seinem ersten öffentlichen Auftreten nach dem Krieg 1946 in Freiburg sich und seinen Zuhörern stellte. Zitat: Um unsere Schuld festzustellen, genügt es nicht, den Grad unserer Mitwirkung am nationalsozialistischen Programm und Regime abzuschätzen. Vielmehr muss sich jeder Einzelne jetzt fragen, was würde ich heute tun, wenn unsere Truppen siegreich vorbeidefilierten. Schon wenig später geschah das Unfassbare. Es defilierten wieder deutsche Truppen an einer bis zur Idiotie unbelehrbaren Bevölkerung vorbei. Schneider hatte bis zum physischen Zusammenbruch gegen die Remilitarisierung gekämpft, vor allem auch wieder gegen die Haltung der Kirche, die den Kalten Krieg erst richtig anheizte, und gegen den Feind im Osten sogar gelegentlich die Atombombe als christliches Schwert und Zuchtrute Gottes rechtfertigte. Nachdem sich Reinhold Schneider 1949 an einem Friedensgespräch der im Berliner Ostsektor erscheinenden Kulturbundzeitschrift Aufbau beteiligt hatte und dort 1951 auch ein Brief von ihm an Johannes R. Becher abgedruckt worden war, indem er in einer so schwerwiegenden Frage wie der Aufrüstung einen Volksentscheid, und zwar einen des ganzen deutschen Volkes, als unerlässlich gefordert hatte, ließ die katholische Kirche ihre Kettenhunde, sprich die klerikale Presse, los. Vor dem Hintergrund des Dekrets des Heiligen Offiziums in Rom vom Juli 1949, das die Zusammenarbeit von Katholiken und Kommunisten verbot, drohte man im Petrusblatt und ähnlichen Organen Schneider offen die Exkommunikation an und setzte einen Verleumdungsfeldzug gegen ihn in Gang, bei dem man nicht einmal davor zurückschreckte, Schneider die Annahme eines hochdotierten Postens in der Sowjetunion zu unterstellen. Bald wagten Zeitungen, Zeitschriften und Funkanstalten sogar bereits verabredete Beiträge des als Heretiker und Kommunistenknecht gebrandmarkten, nicht mehr zu publizieren. Zum zweiten Mal sah sich Schneider in die innere Emigration gedrängt, ganz ähnlich wie auch Martin Niemöller, der später bekannte, er denke an die Jahre 1949 bis 1954 als an die dunkelste Zeit meines Lebens, dunkler selbst als die 8 Jahre im Gefängnis und Konzentrationslager zurück. Monatelang wagte Schneider nicht, seine Wohnung in der Freiburger Merzistraße zu verlassen oder Besuche der wenigen noch verbliebenen Freunde zu empfangen. An einen von diesen, an Werner Bergengrün, schrieb er im Dezember 1951: Ich genieße wenigstens den Vorzug des Krankseins und bewege mich nicht von der Stelle,
während ich einmal als Jude, dann als Kommunist, neuerdings als geistig umnachtet gelte und in Wahrheit nichts weiter sein möchte als ein lebendiger Christ. Im Nachwort zu Karl Ammerichs Buch »Die Kapitulation des deutschen Katholizismus heute« schrieb Heinrich Böll 1963 retrospektiv über den Fallschneider, Zitat, »Da funktionierte einer nicht, den man behaglich als konservativen Katholiken für sich beansprucht hatte. Nun, behaglich war er nie, dieser Reinhold Schneider, und konservativ nur insofern, als er davon überzeugt war, dass kein Gedanke je wirklich neu ist, sondern alle wesentlichen Ideen durch alle Köpfe hindurchgegangen sind, wobei wichtig nur die Frage ist, welcher Gedanke von dem Einzelnen zum Zentralkörper bestimmt wird. Konservativ war er insofern, als er davon überzeugt war, dass jeder Fortschritt mit einem Rückschritt bezahlt wird, jeder Aufstieg einen Sturz impliziert, Geschichte uns entweder zu Komplizen oder zu Dupierten macht, der Mensch von der Freiheit keinen oder nur höchst unvollkommenen Gebrauch zu machen versteht und unsere Wahl hier, wo wir keine bleibende Stadt haben, immer nur die zwischen Anpassung oder Verzweiflung, und beides ist eine Krankheit zum Tode, die zwischen Hybris und Vernichtung sein kann. Aber sind wir davon heute nicht alle mehr oder weniger überzeugt, egal wo wir politisch stehen, wie aktuell Schneider ist oder doch sein könnte, wenn er nur gelesen würde? Das zeigen vor allem seine letzten beiden Bücher, das 1957 erschienene »Der Balkon«, in dem er dem väterlichen Hotel, das damals gerade abgerissen wurde, und darüber hinaus der Geschichte seiner Vaterstadt Baden-Baden ein ergreifendes Denkmal setzt, sowie das 1958 schon aus dem Nachlass publizierte »Winter in Wien« mit seinen Tagebuchnotizen. Aktuell deshalb, weil in beiden Büchern jenes Bedürfnis nach Lehre vorausgeahnt wird, das inzwischen in unserer Gesellschaft zum Vorherrschenden geworden ist. Nach dem Besuch eines amerikanischen Theaterstücks in Wien zieht Schneider folgendes Fazit. Wir haben es also mit der absoluten Leere und den dazugehörigen Sentimentalitäten und törichten Knallereien zu tun, Lausbuben in der Wüste. Das Furchtbare ist der Mangel jeglichen Zusammenhangs, jeglicher sozialer Verbindung. Der sowjetische Nihilismus stellt in Verpflichtung, der amerikanische ist das Nichts für das Nichts. Wenn aber Macht in dieser Leere kulminiert, was ist dann zu erwarten? Und wie steht es dann um uns? Ich sehe Jugend, die sich nicht die geringste Mühe gibt, etwas beizutragen. Sie glaubt, der Welt ein Geschenk zu machen durch ihr Vorhandensein. Dass eine jede Existenz sich keineswegs von selbst versteht, dass sie sich ausweisen muss, ehe sie fordert, wird nicht mehr zur Kenntnis genommen. Das Nichts wird mit dem Nichts zusammenschlagen über meinem Grabe. Es hat nichts damit auf sich, schlösse sich das Grab bald. In seinem berühmten öffentlichen Disput mit Gottfried Benn über die Frage, soll Dichtung das Leben bessern, bekannte sich Schneider 1955 im Kölner Funkhaus zwar als christlicher Dichter, so fragwürdig ihm auch die Kategorie selbst erschien, aber er bekannte gleichzeitig auch dies. Der christliche Dichter weiß, dass er der Welt in einem wesentlichen Grade nicht helfen kann, denn ihre letzten Zeiten werden schlimmer sein als die ersten. Die Geschichte, in der er selber steht, mündet im Feuermeer der Apokalypse. Rettung kann erst dann erhofft werden, wenn alles verloren scheint. Es ist dies apokalyptische Wissen,
dass gerade die Bücher der als christlich etikettierten Dichter, von Dostojewski und Léon Blois bis zu Bernanos und Julien Green, so besonders finster, verzweifelt und ausweglos erscheinen lässt. Doch handelt es sich in Schneiders Worten um eine positive Verzweiflung. Gleich Simone Weil, die geschrieben hatte, Gott kann in der Schöpfung nicht anders anwesend sein als in der Form der Abwesenheit, begriff Schneider gerade diese große, verstörende Abwesenheit als Chance des Menschen, die eigene Existenz als tragische zu sehen, in der nichts wiegt außer Leiden, Verzicht, Opfer. Schon der junge Schneider hatte daraus auch eine künstlerische Lehre gezogen. Zitat: Jedes Opfer ist eine Wiederholung des künstlerischen Prozesses. Und wie die heilige Teresa in der Sekunde der Offenbarung die Welt unter ihren Füßen fühlte, so muss ich zumindest mich selbst unter mir fühlen, wenn mir das Wort geschenkt wird. Man darf nicht einfach ohnmächtig sein, man muss es auch sein wollen. Auf diese Formel könnte man Schneiders Botschaft bringen, dass sie in einer waffenstarrenden Welt, in der überall nur Macht und das Recht des Stärkeren zu gelten scheint, skandalös vorkommt, versteht sich. Sie ist skandalös, wie die Bergpredigt. Vielen Dank. Ich habe sehr viel nicht gesagt, was zu dir hätte gesagt werden können. Das können wir jetzt vielleicht noch so ein bisschen klingen lassen. Du bist ja im Schirm und Schutz der Basilika von Weingarten aufgewachsen. Also du warst ja nicht immerzu da, aber doch relativ viel. Dein Bruder war Organist in der Basilika. Ich selbst habe ihn da mit dir zusammen spielen gehört. Was bedeutet für dich die Herkunft aus dieser eminent katholischen Welt? Ja, wenn ich nur im Schatten dieser wirklich wunderbaren Kirche mit der noch schöneren Orgel aufgewachsen wäre, wenn das das Einzige wäre, ich bin eben auch woanders aufgewachsen. Ich bin nach dem frühen Tod der Mutter, die starb hier in München 1940, 41, da war ich 3 Jahre alt. Und ich kam dann mit 3,5 in ein erstes katholisches Heim von Nonnen geführt, später in andere katholische Schulen, Heime und Schulen, Klosterschulen. Und diese Erfahrung war ziemlich grauenvoll. Das, was heute so immer im Schwange ist, also Missbrauch und so, nö, das habe ich nicht erlebt. Ich fand, alles war Missbrauch, die ganze Sache war Missbrauch. Und sie ist traumatisierend für mich bis heute. Ich habe natürlich eine katholische Sozialisation. Ich fühle katholisch, aber ich habe meine Probleme immer gehabt mit der Institution dieser Kirche. Vielleicht wird es jetzt ja anders mit dem neuen Papst. Der macht mir wirklich Hoffnung. Ich glaube aber nicht, dass er sich durchsetzen kann. Aber ich merke, dass mein Fühlen, meine Kultur, alles ist katholisch geprägt. Und wer diese Gedichte liest und alles, der wird es ja merken. Das ist katholisch geprägt. Umso schlimmer diese Diskrepanz zur Realität, die mich wirklich bis heute sehr belastet. Und ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, nur weil du gesagt hast, mein Bruder war Organist, er wird jetzt schon 80, er war Organist an dieser herrlichen Gabler-Orgel in Weingarten. Mein Bruder konnte sich als Organist nie scheiden lassen. Er lebte also ein halbes Leben in der Lüge mit einer Frau, die ihn dann auch noch verließ, weil er sich nicht scheiden lassen konnte, und lebt heute ganz mutterseelenallein. Ja, das sind meine Erfahrungen. Ich könnte jetzt auch über meine sprechen, das tun wir jetzt nicht.
Du hast, was merkwürdig ist, seit 1985 keinen Lyrikband mehr veröffentlicht. Du hast ja zwei wunderschöne Gedichte, unveröffentlichte, jüngeren Datums vorgelesen. Hast sehr viele Anthologien herausgegeben und Essaybände über Lyrik geschrieben. Wie verhält sich in deinem Fall die von Anfang an überaus aktive Wirksamkeit als Vermittler von Literatur? Ich denke da auch an deine Zugehörigkeit zur Darmstädter Akademie, deine Verbindung mit dem Kreis um den Petrarca-Preis, überhaupt dein Engagement als Juror bedeutender Literaturpreise, auch an deine lange, höchst segensreiche Tätigkeit als Kulturredakteur beim Bayerischen Rundfunk. Wie verhält sich diese Arbeit als Vermittler von Literatur zur eigenen schöpferischen Arbeit? Bedarf es, um ein Werk hervorzubringen, nicht der Einsamkeit, der Abschottung gegen die als Konkurrenz empfundene Produktivität der Nachbarautoren? Ich könnte es einfach sagen, doch. Ich darf noch einen Satz dazu fügen, weil es ein Goethe-Zitat ist. Ich denke an den Divan, das Buch des Unmuts. Keinen Reimer wird man finden, der sich nicht den Besten hielte. Ja. Keinen Fiedler, der nicht lieber eigene Melodien spielte. Und ich konnte sie nicht tadeln. Wenn wir anderen Ehre geben, müssen wir uns selbst entadeln. Lebt man denn, wenn andere leben? Also hast du manchmal geglaubt, dich selbst zu entadeln, indem du anderen die Ehre gabst? Und wie verhalten sich nach deiner Meinung überhaupt die beiden Literatursorten Essay und Lyrik zueinander? Darf ich erst was zum Anfang? Du hast zum Anfang gesagt, ich habe diese beiden Gedichtbände gemacht und dann wieder unendlich lange keine Gedichte geschrieben. Das hat etwas zu tun mit einer wirklich unseligen Politisierung in meinem Leben. Also ich gehörte, fast hätte ich gesagt, an vorderster Front zu den 68ern. Ich war sogar mal ganz nahe dran, den Tod der Literatur zu verkünden. Auf alle Fälle schien mir nur die politische Aktion noch irgendwie wirksam. Eine schauerliche Illusion, die ich bezahlen musste mit vielen Jahren Unproduktivität. Wenn man nicht jetzt, auf was du kamst, wenn man nicht Kritiken, Essays und so weiter auch als produktiv sieht. Aber da gibt es für das Gedicht ein neues Problem. Wenn du als Literaturkritiker arbeitest und dich so mit Gedichten beschäftigst, wie ich das gemacht habe, dann bist du natürlich in einer ständigen Situation der Selbstkritik und eigentlich auch der Selbstverhütung des Schreibens. Also du weißt zu viel und du weißt zu gut, was gut ist. Das ist du musst wieder jetzt wahrscheinlich so alt, wie ich jetzt bin, werden, um zu sagen, das ist mir ganz egal, ich schreibe das. Du weißt es ja sicher von dir auch, für mich war ja Gedichte schreiben in so jungen Jahren, mit 15, 16, 17 Jahren, das war ja ein Akt der Notwehr. Es gab überhaupt nur ein Heim oder Erlösung, wenn man das große Wort will, gab es ja nur im Schreiben, im Gedicht. Und anscheinend konnte ich mir später auch selber helfen, ohne das Gedicht. Eigentlich ein trauriger Zustand. In Wirklichkeit hat man sich nicht selber geholfen. Man hat etwas überspielt, eben mit Politik oder mit anderen Dingen. Und jetzt bin ich dann doch wieder so weit, dass ich manchmal Gedichte schreibe, aber ich bin eigentlich wieder in der Situation der Notwehr. Bestimmte Dinge, die in meinem Leben für mich sehr katastrophal waren, die wollen jetzt wenigstens durch Gedichte ein bisschen besänftigt werden. Es ist doch, man denkt ja so, ich vielleicht nicht, aber
als Normalverbraucher, literarischer Normalverbraucher, denkt man, ja gut, der schreibt das und schreibt das, und dass da doch eine fast unversöhnliche, diametrale Entgegensetzung ist dieser Dinge. Das ist jetzt da sehr eindrucksvoll rausgekommen. Umso bewundernswerter muss ich sagen, dass du trotzdem, ja, als du schon ein bekannter Kritiker warst, noch zwei, relativ kurz hintereinander, zwei hervorragende Lyrikbände herausgebracht hast und auf der anderen Seite ein großartiger Kritiker immer gewesen bist. Wobei mir nun speziell im Hinblick auf deine kritische Arbeit auffällt, du hast ja einen Band auch mit Untertitel Lobreden und Liebeserklärungen genannt, dass du eben dich eigentlich immer positiv über das geäußert hast, was du kritisiert. Kritisieren heißt ja nicht etwas schlecht machen. Und damit unterscheidest du dich doch sehr stark von sehr zahlreichen Kritikern. Also du zitierst selbst mal den Hermann Lenz, der sagt, zur Literatur gehören die Kritikerkollegen, gehören zur Literatur wie die Feldwebel zur Armee. Worin siehst du die eigentliche Aufgabe der Literaturkritik? Und vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen, wie beurteilst du das Rezensentenwesen, das im Moment gang und gäbe ist? Bevor wir allgemein werden, doch lieber eine persönliche Antwort. Ich hatte das seltene Privileg, dass ich für die Zeit, für die ich jetzt seit über 50 Jahren schreibe, mir selber schaudert es bei diesem Gedanken, dass ich da niemals einen Auftrag annehmen musste, sondern ich habe Vorschläge gemacht und ich habe nur das besprochen, was ich besprechen wollte. Und was ich besprechen wollte, war eigentlich immer das, was ich weitergeben wollte, was ich dringend jemand ans Herz legen wollte. Also ich habe mich nie als Instanz, als kritische empfunden. Nicht? Also da kommt man dann ins Reich-Ranitzky-Fahrwasser. Das war mir also das Konträrste überhaupt Vorstellbare. Und ich empfinde es wirklich als ein Privileg. Es war mir gar nie früher so klar. Es war natürlich auch, weil über Jahre dort fabelhafte Redakteure waren, wie einer Rolf Michaelis, der sich für jeden Vorschlag bedankte, wenn er es druckte, sich nochmal bedankte, einen persönlichen Brief schrieb. Das ist heute unvorstellbar. Nicht? Heute ist man praktisch ein Angestellter, es wird einem etwas zugeteilt und ich lasse mir nichts zuteilen. Also wenn ich nicht selber etwas vorschlagen kann. Und was ist mein Interesse? Mein Interesse gilt ja vor allem immer Vergessenen und den Randständigen. Vielleicht muss ich mal sagen, meine beiden Portalfiguren für mich in der ganzen Dichtung sind Robert Walser auf der einen und Fernando Pessoa auf der anderen Seite. Über beide habe ich auch große Filme gemacht. Hat auch über Ingeborg Bachmann einen wunderbaren Film gemacht. Gut, aber irgendwann habe ich gedacht, wenn das meine allernächsten Literaturheiligen sind, diese beiden, dann müssen die doch was miteinander zu tun haben. Und dann fing ich an, wieder zu lesen im Werk von beiden. Und dann entdeckte ich gleichlautende Sätze bei beiden, obwohl die doch so verschiedene Biografien haben. Mhm. Und so verschiedene Existenzen. Nicht? Aber und dann habe ich einen Aufsatz geschrieben, Robert Walser und Fernando Pessoa als entfernte Verwandte. Und insofern war mir immer, Robert Walser war, als ich das erste Mal über ihn schrieb, noch nicht wirklich bekannt. Das ist ja unglaublich, wie lange der vergessen war. Der ist 56 gestorben. Wir hätten ihn theoretisch damals in Heeresau in der Anstalt besuchen können. Und und so kamen dann viele andere, also jemand, der Sie interessieren könnte, Regina Ullmann,
die ich wieder ausgegraben habe und die lange in München lebte, eine Schweizer Jüdin, die zum Katholizismus konvertierte, hier in München lebte, auch ein wirklich tragisches Schicksal hatte. Und so ganz viele Figuren, das war mir wichtiger, die wieder zu retten sozusagen. Man weiß ja nicht, wie viel man erreicht. Aber so ein paar hundert Leute werden es dann doch sein, die sagen, jetzt greifen wir zu Regina Ullmann. Nicht? Und das ist die einzige wirkliche Genugtuung, die man dann hat, wenn man, da kommt jemand und sagt, ich habe jetzt Regina Ullmann gelesen, dann ist man glücklich. Nicht? Aber ich will niemals eine Urteilsinstanz. Jetzt ist keine Gefahr mehr, dass ich es noch werde, aber ich wollte es nie sein. Ja, eben, also sowas findet man natürlich weit und breit auf der ganzen Flur, Kritikerflur, kaum heutzutage. Wie dich. Das ist schon was ganz Einzigartiges. Darf ich mal zwischendurch sagen, es fällt mir jetzt ein, ich hoffe ja, dass ich niemand verletzt habe mit diesem Auszug aus dem Reinhold-Schneider-Essay, aber es schien mir schon, es war etwas anstößig, aber im Wort anstößig steckt ja auch das Wort Anstoß. Ich wollte schon auch einen Anstoß geben, sich selber wieder mal zu beschäftigen mit diesem wirklich bedeutenden Autor. Vielleicht noch zum Schluss, also ein bisschen zu kurz gekommen, ist ja deine eminente Musikalität und deine, nicht nur deine Liebe zur Musik, sondern eben auch deine großartige Kennerschaft. Du bist, glaube ich, sehr eng mit Alfred Brendel befreundet. Stimmt noch. Und würdest du uns einfach noch ein paar Sätze auf den Heimweg mitgeben, was dir, also das ist natürlich furchtbar pauschale Fragen, was dir Musik bedeutet? Ja, Musik bedeutet mir das ganz andere. Ich stand natürlich vor der Wahl, als junger Mensch Musiker oder Schreiber zu werden. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht Musiker geworden bin. Ich habe ja viele Freunde, die Musiker sind, von Brendel bis Henze und alle möglichen. Und wenn ich deren Leben anschaute, dann dachte ich immer, mein Gott, das ist ja eine solche ungeheure Anstrengung, diese Spannung zu halten. Ich hätte das niemals ausgehalten. Ich hätte vielleicht sogar die Musik nicht mehr lieben können als ausübender Musiker oder als Komponist gar. Ich habe als junger Mensch komponiert. Aber ich bin sehr froh, dass ich nur noch ein passiver Aufnehmer von Musik bin, allerdings sehr obsessiv, weil ich höre wirklich wahnsinnig viel und habe eine, glaube ich, wirklich wahnsinnig große Diskothek. Aber was bedeutet Musik? Ich kann es nur so sagen, das ganz andere, das auch das Gedicht ist, wenn es ganz groß ist, kommt es ja in Musiknähe. Überhaupt Literatur, große Literatur, kann in Musiknähe kommen. Aber Musik ist doch noch immer etwas darüber hinaus. Sie lässt sich niemals auf den Begriff bringen. Goethe hat gesagt, die Musik ist die höchste der Künste, weil sie keinen Inhalt hat, der abgerechnet werden müsste. Und in Literatur gibt es immer noch diesen Restinhalt. Und leider ist es bei den meisten, die man liest und die erscheinen, überhaupt kein Rest, sondern es ist überhaupt nur Inhalt. Aber selbst bei den Besten, selbst wenn ich Celan lese und so, ein Rest, ein Erdenrest zu tragen, peinlich bleibt dieser Inhalt. Ja, also das sollte jetzt auch die Überleitung sein zu der Musik, die wir noch hören werden. Ich danke dir für das Gespräch, weil es hat mich auch vieles direkt bewegt, was du jetzt gesagt hast. Und ich danke für die Musik vor allem. Ja. Ich freue mich sehr darüber. Bedanke mich bei Ihnen.